Hallo und zurück, da sind wir auch schon wieder. Dann machen wir mal in dieser wunderschönen Stadt weiter. Hier sind noch relativ viele Gebäude, die wir noch gar nicht erforscht haben. So, damit trete ich ja gleich mal diese Tür. Salik, hör auf, mich so anzusehen. Das sieht aus wie ein Gefängnis- und Kasernenbereich. Interessant. Du siehst einen großen, stämmigen Mutanten, der aussieht, als habe er eine Mission. Du siehst, ah ja, dasselbe. Okay, wir labern ihn einfach mal an. Kann ich dir helfen? Schau mich nur ein bisschen um. Eigentlich nicht, danke. Schau mich nur ein bisschen um. Ja, such woanders. Wir haben Kriminelle hier. Hau ab. Oh, alles klar. Ja, das scheint das Gefängnis zu sein. Deswegen ist auch relativ nah beim Sheriff. Kann ich die ansprechen? Du solltest hier nicht rumhängen. Geh jetzt. Du siehst einen schäbig aussehenden Mann in abgetragener Kleidung. Du kannst nicht hin. Okay, wir können nicht durch die Gitterstäbe mit den Gefangenen sprechen. Warum wache ich immer im Gefängnis auf? Hä, ist hier auch noch ein Gefängnis? Ah, werden wir noch rausfinden. So, das hier ist das Ehepaar, das ziemlich lustig wirkt. Ich gehe einfach mal rein und quassel sie an. Hier hinten sind auch ein paar Menschen drin, okay. So, du siehst einen schmutzig aussehenden Mutanten. Du siehst eine ärgerlich aussehende Mutantin. Ihr redet mal mit beiden. Was willst du denn? Verdammt nochmal, raus aus meinen. Okay. Die wollen nicht mit mir sprechen. Wir gehen mal zum Mutantin, vielleicht ist die freundlicher. Wie oft habe ich ja schon verboten, hier drin Leguan am Spieß zu essen? Macht das Fenster auf. Aua. Einen schönen Tages haue ich einfach ab, das schwöre ich. Hä? Warum brauchst du diesen Dreck, wenn du mich hast? Ja, dann halt eben nicht. Macht's gut. Ihr seid mit Streiten anscheinend mehr beschäftigt als mit allem anderen. Daher haue ich ab, so Bewohnerin der Stadt. Die Stadt sieht in letzter Zeit so viel netter aus. Bleibst du noch länger hier? Okay, das ist nur 0815 Charakter. Und hier haben wir. Du siehst einen männlichen Zweifüßler der Spezies Homo sapiens sapiens. Interessante Beschreibung. Hoffentlich gefällt es dir hier. Gut, dass wir dich hier in der Stadt haben. Du machst das ziemlich gut. Hast du schon mal daran gedacht, Sheriff zu werden? Hä? Was habe ich denn eigentlich für einen Karma-Status, dass die so positiv auf mir sind? Oh, wir haben ja 805 Wächter des Ödlands schon mal. Was war nochmal Champion? Ach so, weil wir ein Wohltäter sind. Wir sind gerade in, habe ich vergessen. Wie das heißt, aber wenn ich sie sehe, fällt es mir bestimmt ein. Nein, tut's nicht. Borgenhills? Neutral? Kann gut sein. Ich bin auch auf die Mine gespannt. Und auf die andere Quest, dass hier Leute spurlos verschwinden. So, hier unten, das sieht aus wie eine Bar. Okay, nur mit Mutanten und mit einem Ghoul. Wir speichern mal wieder zwischendurch ab. Man stirbt ja bekanntermaßen hier ziemlich schnell im Spiel. Wobei wir bald übermächtig sind. Ich glaube noch zwei, drei Level und dann sind wir schon ziemlich stark. Und dann vielleicht noch eine bessere Rüstung und dann brauchen wir keine Angst mehr haben. Vor Gegnern. Vielleicht eine Todeskralle. Mal sehen. Du siehst einen kräftig gebauten Zungenbrecher. Du siehst einen kräftig gebauten Supermutanten, er sieht gelangweilt aus. Brauchst du irgendwelche Hilfe? Hä? Wer bist du? Was kann man denn hier so machen? Wer bist du? Ich bin Francis und bin Meister in Armdrücken hier in der Stadt. Ich habe eine Wette laufen, dass mich keiner schlagen kann. Du hattest bestimmt noch nicht viel Herausforderer. So? Unser Kräftewert ist nicht so besonders. Wir werden verlieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass er uns unser Arm regelrecht rausreißen wird, wenn wir ihn jetzt herausfordern, aber ich mach's trotzdem mal. Stimmt, und es sieht nicht so aus, als ob irgendjemand in dieser gottverdammten Einöde es versuchen will. Schade, wenn ich jemanden finde, schicke ich ihn zu dir. Tschüss. Nur weil du stark bist, bist du noch lange nicht schlau. Vergiss das bloß nicht. Ah, wir sagen, ja, wenn wir einen finden, schicken wir ihn zu ihnen. So, du siehst einen Ghoul mit einer Schürze. Hallo Fremdling, willkommen in der Stadt. Wie heißt du? GOTW. Geht dich gar nichts an. Im Moment bin ich eigentlich inkognito unterwegs. GOTW. Tja, GOTW, nett dich kennenzulernen. Ich heiße Phil Mist.
Nee, mir gehört hier der Laden. Also, was trinkst du? Luca Cola, Bier, Rachenputzer, nichts, gar nichts, tut mir leid, tschüss dann. Hier, geh mal auf Tauschen. Oh, wow. Und schnell weg. Wobei, wenn wir was trinken, dann nehmen wir einfach mal eine Cola. Dann plaudern die manchmal. Das macht 2 Dollar. Ich gebe ihm mal 2 Dollar Trinkgeld. Hey, danke, kann ich sonst noch was für dich tun? Ja, und schon wird er gesprächiger. Was ist denn hier in letzter Zeit los? Was in der Stadt los ist? Ein paar Bekloppte sind festgenommen worden, weil sie Hasspropaganda verbreitet haben. Die Luftreiniger in der Mine sind kaputt und in der ganzen Stadt wimmelt es von den Karawanenhändlern. Eigentlich alles ganz normal. Danke, ich habe noch ein paar Fragen. Was willst du, was denn zum Beispiel, was kann man denn hier so alles unternehmen? Was könnten wir da machen? Mal sehen, weiter. Du siehst ja ganz schön kräftig aus. Du könntest bestimmt in Armdrücken gegen Francis antreten. Er ist der Mutant da drüben. Angeblich hat er einen Preis ausgesetzt oder so. Na, interessiert, red doch mal mit ihm. Danke, sonst noch was? Ein paar Leute sind verschwunden und wir wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Wenn du sie finden kannst, springt dabei bestimmt was für dich raus. Willst du damit anfangen? Red mal mit Markus drüben. Danke, sonst noch was? Die Luftreiniger in der Mine sind kaputt. Sprich mal mit Zaius, dem Vorarbeiter der Mine, darüber. Alles klar, sonst noch was? Es gab immer eine Karawane auf dem Weg irgendwo hin. Wenn du da mitmachen willst, musst du mit Bill, den Ausrüster, sprechen. Ansonsten kann man hier nicht allzu viel machen. Tut mir leid. Danke, ich habe noch ein paar Fragen. Gibt's was Neues? Nicht viel. Okay, danke, bis dann. Wir sehen kräftig aus. Das hat aber nichts zu heißen. So, dann speichern wir, bevor wir ihn wirklich herausfordern. So, Lust auf Arm drücken, Mr. Muskelprotz. Aber immer kleiner Wettkampf gefällig. Aber sicher, nein, ich erkundige mich nur nach meiner Gesundheit, aber sicher. Muster dich abschätzend, ich glaube kaum, Freundchen, das wäre Zeitverschwendung, Zieleine. Du schaust dir den gewaltigen Mutanten an und siehst ein, dass du gegen ihn nicht die geringste Chance gehabt hättest. Besser sich schleunigst, einigermaßen würdevoll zurückziehen. Ja, ich nehme an, wenn man Kräftewert ordentlich Punkte drin hat, dann kann man hier durchaus ihn herausfordern, aber so. Ich hab's ja schon geahnt. Was ist denn hier? Das sieht auch aus wie ein Gefängnis. Wieso haben die so viele Gefängnisse? Zeig mir bloß nichts zu essen, bloß nichts zu essen. Kann ich mit ihnen reden? Du siehst einen trübäugigen Mutanten. Hallo, ich will die Tür aufmachen. Bin ich jetzt schon in der Zelle? Nee. Markus wird sauer sein, dass ich mich so besaufen habe. Hä? Mich so besoffen habe, ja. Heiliger Strohsack, ein... was? Bourbon? Ein Scotch und ein Bier und plötzlich bin ich im Knast. Schlinger Taumel. Hat irgendjemand meine Sonnenbrille? Ja gut, da scheint ja einfach nur zur Ausnüchterung zu sein. Und da war doch noch ein Typ drin. Hä? Psst, psst, psst. Danke, dass du einfach die Zelle aufmachst, hallo? Ja. Wie auch immer. So. Hier scheint ein Arzt zu sein. Oder ein Forscher. Du siehst einen runzligen alten Mann im Arztkittel. Keuch, hallo, ich bin Doc Holliday. Wie kann ich dir helfen? Einer meiner Freunde ist verletzt und braucht einen Arzt. Was tust du hier? Erzähl mir was über die Stadt. Irgendwelchen Klatsch. Verkauf mir ein paar Stimpacks. Vergiss es, tut mir leid. Einer meiner Freunde ist verletzt und braucht einen Arzt. Wen soll ich denn heilen? Macht nichts. Okay, sind scheinbar alle schon geheilt. Was tust du hier? Was ich hier mache? Du bist in einem Krankenhaus. Ich trage einen Arztkittel. Ich bin blutverschmiert. Überall liegen scharfe Gegenstände herum. Entweder bin ich ein erfolgreicher Mörder oder ein guter Arzt. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Dann kann ich dich wohl als Arzt bezeichnen. Komm jetzt nicht dumm, Alter. Ein richtig guter Doktor wäre nicht völlig blutverschmiert. Na, da hat er schon ein bisschen recht. So, dann sagen wir, er ist Arzt.
Schon gut, ich bin ja Arzt. Gut zu wissen, dass es mitten im postatomaren Zeitalter noch intelligente Wesen gibt. Ha, und das im Körper eines 70-jährigen Mannes. Ich muss mir von dir keinen Mist anhören, Alter. Ja, ich hatte noch mehr Fragen. Tschüss. Ja, wir machen das aus, du. Du siehst den Anflug eines Lachens in seinen Augen hinter der Brille. Ich komme in letzter Zeit nicht viel herum, aber bei den jungen Leuten. Hä? Alter Mann, zwing mich nicht. In denen lebt das Wissen unserer Vorfahren weiter. Ja, schon gut, jetzt muss ich aber gehen. Das hört sich hier richtig intelligent an. Wissen unserer Vorfahren. Und das, was wir euch plagen, nicht weitergeben wollen, er bricht in Gelächter aus. Wenn du das nächste Mal medizinische Hilfe brauchst, geht das auf Kosten des Hauses. Super. Ich hätte noch ein paar Fragen. Erzähl mir was über die Stadt. Also, ich wurde hier vor vielen Jahren geboren. Da war die Stadt noch nicht alt. Als Teenager hing ich hier ein paar Jahre herum und machte alles Mögliche. Hab eine Frau kennengelernt und mich verliebt. Ups. Sie ist an einer Krankheit gestorben. Da habe ich beschlossen, Arzt zu werden. Aha, erzähl weiter. Wir sprachen doch von Broken Hills, nicht von deiner Lebensgeschichte. Erzähl weiter. Dann bin ich nach San Francisco gereist und habe da bei den Chinesen gelernt. Ein alter Herr namens Fung oder Fang hat mir alles beigebracht, was ich über Medizin weiß. Er hat mich auch in der Weisheit unterrichtet. Was ist denn dann passiert und wie hängt das mit Broken Hill zusammen? Was ist denn dann passiert? Dann kam ich zurück und sah, wie Markus aus der Stadt, die ich aus meiner Jugend als Slums kannte, eine blühende Metropole macht. Ich sah, wie Menschen vom großen Geld träumten und hierher kamen. Ich sah, wie Menschen aufwuchsen und starben. Ich habe den Lauf der Geschichte verfolgt. Das heißt, dass ich die Leute aus der Stadt alle nicht mehr kenne. Die meisten meiner Erinnerungen sind eben nur Erinnerungen. Okay, vielen Dank dann für die Geschichte. Du alter Trottel, dafür habe ich so lange gewartet. Vielen Dank für die Geschichte. Nein, ich danke fürs Zuhören. Wenn du das nächste Mal mit einer Verwundung kommst, geht das auf Kosten des Hauses. Oh, schon das zweite Mal. Danke, also. Irgendwelchen Klatsch. Du würdest staunen, was die Leute unter Schmerzen alles erzählen. Ach ja, was denn? Ich habe mich anders entschieden, ich möchte lieber andere Fragen stellen. Was denn? Erstaunlich wenig. Tut mir leid, aber wenn ich jemanden verarzte, kümmere ich mich normalerweise nicht um seine geheimsten Gedanken. Oh, beantwortest du noch ein paar Fragen? Stimpaks, immer cool. Oh, da hat hier ganz schönes. Oh, Buch, viel Kohle. Da kann ich bestimmt hier Waffen loswerden. Super, super, super. So, dann wollen wir mal schauen, wen wir ein bisschen erleichtern können. Da muss ich auch nicht bis zum Auto rennen. Okay, zwei Sturmgewehre brauchst du schon mal nicht. Okay, da hat sogar drei Sturmgewehre gehabt. Ja, das ist der erste gute Laden, finde ich, in dem Sinne. Wo wir auch ziemlich brauchbaren Kram haben. So, 1000, 2600. Mal sehen, was wir hier alles einkaufen können. Und relativ günstig, 300. Mal 3 gleich. 1600, das Buch auf jeden Fall. 2000. Ja, am liebsten alle. Haut fast hin. Brauchen wir das noch? Ich würde das auch noch gerne, die Pillen kaufen, falls wir in verstrahlten Gebiet kommen. Beziehungsweise ist das hier dann auch. Ich glaube nicht ganz an Zufälle, dass er gerade Tabletten, Medikamente hat, um gegen Strahlung was zu bewirken, wo hier doch in der Nähe eine Uranmine ist. Aber wir mal schauen, was können wir noch verkaufen? Haben wir hier eigentlich noch irgendwelchen Kram und nützen Kram dabei? Nein. Dann muss ich auch mal ein bisschen Geld draufschlagen. So. Sehr schön. Ups, ich treffe den Knopf nicht. Das heißt, wir haben gerade 84.000, na rund 85.000, 91.000 müssen wir erreichen.
Und aus der Hilfe haben wir 63%. 63%. Und jetzt sind es 66%. Das hat schon ordentlich was gebracht. So, ich sag dir nach einer Gruppe... Ah Gott, danke, jetzt ist der Text weg. So, dann kommt die zweite Person, die wir erleichtern, um noch die restlichen Medikamente zu kaufen. So, du hast erstmal hier diese Gecko-Dinger, die brauchst du nicht. Sturmgewehr doppelt. Ne, das war ein Jagdgewehr. Sturmgewehr. Oh, hier hat er noch ein paar. Ne, was ist denn das eigentlich? Das hat Igel. Genau, die hat er doppelt. Pistolen hat er mal 3. Komm, die brauchst du alle gar nicht. Komm, eine kannst du behalten. So, das wär's erstmal. So, die alle rein. Dich da rein, dich da rein. Ja, 1600, immerhin. Stimpaks haben wir alle gekauft. Dann einmal so. Na, wir haben auch ein paar Punkte auf Handeln gelegt, deswegen gehen die Preise, wobei das hier ein bisschen extrem ist, nur für so ein bisschen Kram. Aber okay. Was ist das eigentlich? Was Röntgen rum? Eine Flasche Röntgen rum erglüht im Dunkeln, auch was immer mir das bringt. So, dann Salik noch. Dich kann man doch bestimmt auch ein bisschen erleichtern. Du bist ja eh unser Tragesel. Ah, hier haben wir doch schon mal. Das kommt weg. Hast du doppelte Waffen? Die MP hat er doppelt. Ja, ansonsten haben wir den auch ganz schön an Gewicht weggenommen. Wir können mal kurz kontrollieren, wie schwer bist du denn beladen? Ah, 145 von 200 ist eigentlich doch relativ viel, weil er halt von jedem Waffentyp was hat. Braucht er eigentlich gar nicht. Aber man weiß ja nie. Ja, die Pistole brauchst du eigentlich nicht. Komm, Pistole kannst du mir auch geben. So, das wär's erstmal. Und tauschen. Rein, rein. Und da rein. Na, 1400 ist nicht mal so viel. Da können wir uns vielleicht nur noch so ein Teil leisten. 900. Das sprengt es schon wieder fast. Ich möchte aber auch Geld haben. So. Weil damit lässt sich am Endeffekt einfacher handeln. Was, wo sind wir jetzt? 14.005, 2 noch. Gut. Ja, ich denke mal, das reicht soweit aus. Zwei von denen und zwei von den Tabletten, die mich erst überhaupt gegen Strahlung schützen, das passt schon. So, weg mit dir. Und da er Arzt ist, würde ich ihn sogar mit meinen ganzen Medikamenten, meine ganzen Medikamente in der Hände drücken. Damit hier ein bisschen Ordnung kommt. Wiegt sogar gar nichts. Nee, null. Na gut, da können wir es auch selber tragen. Ich dachte, es nimmt Gewicht weg, aber zum Glück nicht. Und das wär's erstmal. Gut, danke.
So, mal zwischenspeichern. Jetzt haben wir hier ziemlich viel Zeug gekauft, verkauft. Und Erste Hilfe weiterentwickelt. Oh, hier scheint auch ein Laden zu sein. Sehr gut. Du siehst einen abgerissenen, aussehenden Mann in einem Laborkittel. Du siehst eine einigermaßen attraktive Frau mittleren Alters. Einigermaßen, okay. Hallo, ich heiße Jakob und bin der Apotheker vom Alchemistenladen. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Medizin kaufen. Was kannst du mir über Bogenhills erzählen? Warum sagst du mir nicht erstmal, was du von Mutanten hältst? Ich hasse sie, ich weiß nicht so recht. Ich kann sie gut leiden. Ich sag lieber, ich weiß nicht so recht. Wenn ich dir erzähle, was wirklich passiert ist, änderst du deine Meinung ganz sicher. Okay, dann erzähl mal. Wenn das so ist, erzähle ich dir, wie es wirklich aussieht. Ein Mensch namens Jakob, nachdem ich benannt bin, gründete diesen Ort hier. Dann kam der Mutant Markus und hat alle unterworfen. Okay, das reicht. Du bist ja verrückt. Auf Wiedersehen. Erzähl mir mehr. Er herrscht hier schon, seit der Meister überwältigt wurde und unterwirft alle, die anders als er denken. Manche verschwinden einfach. Oberflächlich betrachtet wirkt hier alles zivilisiert. Aber im Grunde ist nichts weiter als ein Schlachtfeld für blutrünstige Mutanten. Der Freund eines Freundes hatte einen Freund, der ist verschwunden, nachdem er den Mund aufgemacht hat, meint er. Wir machen uns alle vor, dass wir in einer zivilisierten Stadt leben, dass es uns richtig gut geht, aber wir leben ständig in Angst vor dem Zorn des Mutanten. Jeden Tag gibt es hier weniger Menschen. Also, Entschuldigung. Alle Mutanten, die ich kenne, sehen alt und gebrechlich aus. Warum kämpft ihr nicht gegen sie? Sie sehen alt und gebrechlich aus. Weil sie dich hinters Licht führen wollen, verstehst du nicht? Sie wollen dich hinters Licht führen. Mich hinters Licht führen? Ah ja, dann gehe ich jetzt mal. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, ich halt ehrlich gesagt zu Markus, der wirkt hier leicht wie ein Spinner. Leicht paranoid, aber ich möchte mit dir handeln. Macht mich überhaupt gar nicht an, aber 869... Kronkorken, Dollar. Nein. Ich spreche mal mit der Frau. Wir können ja aber nochmal gucken. Es wäre ja Quatsch, wenn ich von jeder Waffe einen Typ habe, wenn die Munition mit besseren Waffen eh verwenden können. Wobei, ich brauche keine Schrotflinte, wenn er eine Kampfschrotflinte hat, ein Kampfgewehr. Ja, das braucht er auch nicht. Dafür hat er die Uzi. Ja, komm. Da nehme ich sein Geld dafür mit. Na, es wird nicht so ganz klappen. Wie viel? 401. Ansonsten mache ich es erstmal so und schlepp die Pistole noch ein bisschen rum. Hallo. 822. Tauschen. Und dann sprechen wir mal mit seiner Frau. Wenn es denn seine ist. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, so viel zur Thematik. So geht es hier unten eigentlich weiter. Kann ich das aufmachen? Hm? Du siehst Wand. Ja, anscheinend nicht. Level Ende. Was geht denn hier drin eigentlich ab? Sieht aus wie ein Labor. Da komme ich bestimmt hier über diese Händlergilde hinein. Und dann haben wir eigentlich fast jedes Gebäude hier betreten. So, wieder mal speichern. Du siehst einen komischen Mutantending mit fleckiger Haut und einem schaurigen Grinsen im Gesicht. Ich arbeite nicht gern in der Nähe von Säuren. Wo ist Hank denn hin? Hat jemand Hank gesehen? Ich arbeite nicht gern in der Nähe von Säuren. Die Arbeit in der Raffinerie ist hart. Na okay. Du scheinst was Besonderes zu sein. Du siehst einen komisch aussehenden Mutanten, ja, das ist dasselbe. Du darfst es gar nicht hier sein, was willst du, wer bist du?
Was ist das alles hier? Ich brauche Uran. Nichts, das kannst du vergessen. Tschüss. Wer bist du? Was ist das eigentlich für eine Röhre? Geht es hier vielleicht in die Mine rein? Wer bist du? Ich bin der Aufseher der Raffinerie. Was willst du? Was ist das alles hier? Das ist hier die Raffinerie von Broken Hills. Hier reinigen wir das Erz aus der Mine. Was willst du? Was ist das alles hier? Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ja, ich brauche Uran. Das ist ja lächerlich. Von uns kriegst du gar nichts. Fein, tschüss. Warum brauche ich eigentlich Uran? Eigentlich gar nicht. Tauschen vielleicht noch. Ja, das macht er sogar. Aber hat nur Mist am Start. Okay, damit hat sie es erledigt. Und tschüss. So. Die Mutanten und Menschen scheinen in letzter Zeit etwas gereizt zu sein. Wir haben hart gearbeitet, um aus Broken Hills das zu machen, was es heute ist. Willkommen in Broken Hills. Kann ich hier die Computer bedienen? Nö. Ich gehe einfach mal dran. Und es passiert gar nichts. Ja gut, dann hau ich halt eben wieder ab. Keine Ahnung, was das hier ist. Ach ja, hat er doch gesagt, eine Raffinerie für die Mineralien. Woraus sie dann anscheinend das Uran gewinnen. So, hier geht's aber sicherlich noch weiter. Ich habe es, glaube ich, irgendwo gesehen. Hä, wieso liegen da oben einfach Kisten rum? Interessant. Da geht's weiter. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Das schaue ich mir jetzt an. Ist das hier so ein Versteck gewesen? Geheimversteck? Frei nach dem Motto, wenn ihr nicht den ganzen Bildschirm absucht. Aber ich speichere vorher. Das sieht alles ein bisschen mysteriös aus. Was ist das? Komme ich da überhaupt hin? Oder ist hier auch eine Tür? Ne, ein Holzzaun. Bin gespannt, was für einen Weg er nimmt. Er kommt gar nicht hin. Ha. Interessant. Hat er hier einen Hintereingang? Nö. Kann ich hier die Tür öffnen oder ist das einfach nur ein Holzzaun? Ja, sehr komisch. Vielleicht kann ich den Holzzaun wegsprengen und dann komme ich da rein. Aber ja, wir haben eh ziemlich viel Zeug im Inventar. Da bin ich gar nicht mal so wild drauf, alles zu räumen. So, ich wollte sogar machen, wir machen einen Schnitt. Das passt gerade, bevor die den nächsten Abschnitt betreten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut.